Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. Wir wollen nach da unten, glaube ich. Nee, nach hier rüber wollen wir. Da ist ein unbekannter Ort. Und diesen unbekannten Ort, die möchten wir erstmal bekannt machen. Und was ist da oben? Müssen wir da hoch? Ja, wir müssen da hoch. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich will da hoch. Irgendwie ist die Musik sehr spartanisch, Fuchsbau, sehr spartanisch gesät. Also, ja, da können wir runter dann wieder, aber Füchslein, hallo. Oh, was ist da? Füchslein, du musst noch mal warten. Ich will mal gucken, was es hier gibt. Oh, hallo. Samurai. Oh ja, was ist los? どのムクロも血が出ておらんな。何があった？疫病でございます。井戸にムクロがあることを知らず口にしてしまったようですな。むごい仕事だ。埋めてやらねばな。病が広がるのを防ぐには燃やさねば。しかし誰かの足跡を見つけました。どうにか探さねば。 Okay, wir suchen einen Kranken. Ich will aber erstmal hier reingehen, bitte. Es tut mir ja sehr leid für euch, dass ihr das Wasser getrunken habt. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ich muss gerade direkt an Walking Dead denken. Da hatten sie doch auch einen Toten im Dings drin. Im Wasser. War es im Brunnen oder allgemein im Wasser? Ich glaube allgemein im Wasser. Ah, ob das denn auch anders schmeckt? Bestimmt, oder? Wir sollen ihn finden. Wir haben nichts ausgewählt. Hä? Wie soll ich denn den bitte finden? Wir gehen erstmal zum Fuchsbau. Da vorne ist unser Fuchsbau. Zuzu. So, lieber kleiner Fuchs. Nimm uns mit. Ja, aber erst nehmen wir schnell die Blume hier mit. So, jetzt können wir los. Ach, Spuren. Okay, Füchsi, wir können doch nicht mit. Spuren, Spuren, Spuren. Jetzt setzt die Musik wieder ein. Ich hätte irgendwie lieber die ganze Zeit so ein bisschen Musik. Wie? Oh. Ita. Okay, wir haben ihn angezündet wie ein Zombie. Nein! Verzeihung, ich glaube, ich schneide hier ganz kurz. Obwohl, es ging so schnell. Ich habe doch nicht geschnitten. Waren ja nur ein paar Sekunden. Ach ja, das habe ich ja völlig vergessen. Gehen erstmal schnell zum Mönch. Da unten sitzt schon das Füchslein. Der hat schon dreimal ist er losgelaufen und kam wieder zurück, der Arme. Er hat es auch schon angefackelt. Okay, kriege ich was von dir dafür? Hä, lebt ihr wieder? Hier lagen doch Tote drin.
Habe ich jetzt was von dir gekriegt? Speziell. Davon ist noch eine Blume, die nehmen wir noch auf jeden Fall mit. Gut, wo ist denn jetzt unser kleiner Freund? Da drüben. Ich komme, jetzt gehen wir wirklich. Hallo, du bist so süß. Komm, wir laufen los zusammen. Oh. Kann das sein, dass wir jetzt einen anderen Weg gehen wie vorhin? Ich will die endlich mal wieder streicheln, den Kleinen. Aber das letzte Mal ging es ja auch nicht. Jetzt habe ich Angst, dass es nie wieder geht. Weil ich kann ihn ja auch nicht vorher streichen. Ich muss erst den Schrein ehren. Wann sehe ich eigentlich Affen? Ich habe Screenshots mit Affen gesehen. Ich will auch einen Affen sehen. Inari schreien. Nein, wo ist er hin? Oh. Mist, ey. Ich will doch nur einen Fuchs streicheln. Okay, jetzt sind wir wieder in Komatsu. Jetzt gehen wir wieder nach Zuzu. Achtung. Ach nee, geht nicht. Okay. So, wo wollen wir hin? Wir sind jetzt hier. Fort O'Hara. Hier ist noch eine Bucht, aber hier ist gar nichts. Irgendwie. Ist ein Geschenk verfügbar? Nein. Ich würde Folgendes vorschlagen. Wir... Geh mal dahin. Aha. Pferd. Nicht immer den Hintern zeigen, bitte. Oh nein. Wohl, könnte klappen. Könnten hier Pferde nach unten gehen. Grundsätzlich müssen wir jetzt hier eigentlich nur geradeaus. Zuzu. Hier runter müssen wir. Wo hat uns denn jemand gesehen? Wo denn? Da! Nein, der Wagen ist verschwunden. Nein! Mist. Scheinbar war ich zu schnell. Okay, kann man hier irgendwas machen? Der hat, wie heißt das? Hier Harakiri, hat der Harakiri gemacht. Oh, da vorne ist ein Banitenlager. Da gehen wir doch jetzt mal glatt hin, hier. Das sehe ich doch. Lasst mich rein, hier ist sogar... Zuzu Leuchtturm. Ich komme mal jetzt da rein. Ach, hier kommen wir rein. Die machen ja einfach das Tor nicht auf. Die sind sehr ungeil zu Gästen. So, Jin. Fort Ohiha. Ohira. Dachluke. Aha. Ich bin da. Ist hier wieder keiner? Here you
Hä? Er ist einfach runtergefallen. Da war zu wenig Platz, glaube ich. Sind sie alle gestorben? Hey. Okay. Vorräte, sehr schön. Gut, dann haben wir noch ihn hier oben. Oh, eieiei, mitten ins Gesicht. Dich so geil. Okay. Gucken mal, was es hier unten gibt. Gibt es ja meistens Rauchbomben. Ach nee, Schwarzpulverbombe mäßig. Haben wir voll, okay. Vorräte hat er dabei. Sehr gut. Zuzuleuchtturm. Mhm. Erstmal diese Vorräte mit. Dann gehen wir mal rein hier. Hätte auch von hinten reingehen können. Vorräte. Das war es sogar hier schon. Dann gehen wir weiter hoch. Oh, da können wir bestimmt wieder ein Feuer entfachen. So. Der hat auch was dabei. Was hat der dabei? Einfach, was hat der dabei? Nix. Nix, was wir brauchen. Der ist aber nah. Da unten. Technikpunkt verdient. Ja. Ohira Fort. Zuzuleuchtturm. Okay. Aber es ist doch, das gehört doch nicht alles. Also es ist doch nicht das Einzige, was es hier gibt, oder? Rauchbombe. Hier ist noch ein Häuschen. Nebel? Warum ist es nebelig? Ui. Das wird witzig. Das probieren wir jetzt mal. Zuzuleuchtung, den haben wir doch jetzt eingenommen, oder? Ich will hier runter. Hier können wir ganz langsam runterschleichen. Meint er, ich kann ihn umbringen von hier? Ne kommst zum Kevlar, zum Nasenmodrat. Hilfe. Na, warte mal. Nein. Wegen euch sterbe ich noch. Okay.
Okay. Treiben sie wieder hier oben in die Enge. Ui, das sind aber viele hier. Aha, der lebt noch. Okay. Schwarzpulverbombe. Sehr schön. Ich habe sie alle in ihre Todesfalle gelockt. Haha. So. Nun gut, sind wir jetzt alleine hier? Sind wir hier eigentlich gerade? Ist das irgendein spezielles Gebiet? Okay. Aha. Nun gut. Rauchbombe, Vorräte. Der Kunai. Kunai ist auch gut. Waren das jetzt hier schon alle? Wir gucken gleich mal in die Häuschen rein. Ich will nur hier das schon mal alles absammeln. Ist hier noch irgendwas? Haben die hier eine Teekanne? Okay, ich bin verwundert. So, was haben sie hier? Schwarzpulver. Teppiche, um sich schön wohnlich hier einzurichten. Dann klappern wir mal die Häuschen ab. Vorräte. Sehr schön. Haben wir hier vielleicht irgendetwas Mongolisches, was die Herren und die Damen vermutlich auch brauchen? Beim täglichen Leben oder so? Haftbombe. Haben wir schon. Da, So, da können wir hochklettern. In einer Jute, ist noch Juten, oder? Ist das eine Jute? Jurte oder Jurte? Ich weiß gar nicht, Jute oder Jurte? Ich meine, Jute ist ja Jutesack, aber. Vorräte, ja. Ja, hier ist schon mal nichts. Oh, da ist noch was. Aha. Gut, dann hätten wir jedes Zeltchen abgeklappert. Was gibt's? Oh, was ist das? Oh, ein Artefakt. Kriegshorn. Bei ihren vielen Eroberungen haben sich die Mongolen auch psychologische Kriegsführung zunutze gemacht und erfolgreich verschiedene Techniken entwickelt, um Angst und Verwirrung unter ihren Feinden zu verbreiten. Das Kriegshorn ist nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern soll die Gegner als Vorbote der Schlacht auch in Angst versetzen. Also ich denke mir da immer nur, hol sie ran, ey. Hol sie alle ran. Ich mach's alle platt. Wir gucken mal ganz kurz hier hoch, auch wenn ich nicht glaube, dass hier oben was ist, weil das wieder so ein kleines Podest ist, ja. Nun gut, dann gucken wir mal hier oben. Hallo ihr zwei, na?
ihr wart anscheinend übrig. Sorry. Ja. Haben wir jetzt alle umgebracht? Da leben hier irgendwo noch welche. Gehen wir hier hoch und versuchen uns mal einen Überblick zu verschaffen bei dieser wunderschönen Blume. Ich würde ja am liebsten da vorne hinklettern. Kann der Djinn schwimmen? Können wir bis zu den Booten schwimmen? Lass uns das mal ausprobieren. Gut, das hat aber, ja. Können wir vorher mal lieber speichern. Ach, haben wir automatisch gespeichert, brauchen wir nicht. Gut, die sind doch schon sehr weit weg, glaube ich. Ich glaube, da kann ich nicht hinschwimmen. So gern, wie ich wollen würde. Echt zu denen hinschwimmen? Nee, oder? Bevor du ertrinkst. Oh. Okay, gut, man darf doch nicht hinschwimmen. Aber da waren... Mann, da waren doch Leitern. Wieso kann man da nicht hinschwimmen? Ich hätte die jetzt voll eingenommen. Guck mal. So. Schade eigentlich. Naja, ist halt nicht so vorgesehen. Ach, Genie. Schade, ich hätte dich so gern da auf das Schiff gejagt. Und das sah auch noch so, da sind nur welche rumgelaufen. Das sah so aus, als ob man da wirklich hin kann. Schade. Schwarzsandbucht. Aha, das gibt's ja auch noch. Oh Gott. Vielleicht sollten wir alle mal nach Tsushima reisen, wenn es wieder funktioniert. Oh, Vögelchen. Vögelchen, wir haben schon lange keinen Haiku mehr gemacht. Hä, wo führt er denn uns hin? Vorne hin. Machen wir jetzt etwa einen Haiku? Komatsu-Haiku, ja. Dann machen wir das mal. Über Konflikt sinnieren, okay. Hinter dem Vorhang leuchtend erblüht er neuer Horizont über einen Konflikt. Ein Konflikt bringt mir einen neuen Horizont. Leuchtend erblüht er. Nee, wir machen mal Horizont. Neuer Horizont. Blick durch den Dunst und wir sind zurück auf festem Boden, müht sich und ruft um Hilfe. Ein neuer Horizont. Blick durch den Dunst und wir sind. Ich glaube mal, wir nehmen das hier. Geschwächt von dem Kampf, zerstört aber lebt. Was gibt's noch? Noch eins weiter höher. Beschirmt fällt zuerst. Konflikt, Horizont. Wir sind geschwächt. Geschwächt von dem Kampf. Also das hat ja mal gar keinen Sinn gemacht, oder?
Stirnband des Konflikts, neuer Horizont. Blick durch den Dunst und wir sind geschwächt von dem Kampf. Okay, ergibt doch Sinn irgendwo. Dieses Stirnband des Konflikts. Samurai veredelt. Veredelt, verendelter Spitzenkaffee. Oh, 1700. Hallo, ich bin der Jean. Niemand sieht mich. Okay, wir behalten das mal an, was wir anhaben. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden in dieser Aussicht mal, mit dieser Aussicht mal, diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und morgen geht's natürlich weiter. Tschüss.